manuell bedienbar. Die hohen Ansprüche an Zuverlässigkeit werden in Dauerlaufversuchen überprüft. Über Sensoren gesteuert erfolgt in 0,3 Sekunden die automatische Aufstellung über vorgespannte Federn. Doch ein Nutzen ist selbstverständlich nur in Verbindung mit dem angelegten Sicherheitsgurt zu erwarten. Daher wurden die Gurte noch anwendungsfreundlicher gestaltet, durch den völlig neu entwickelten Integralsitz. Er bietet außer Komfort bestmögliche Schutzwirkung durch günstigen Gurtverlauf. Stets gleichbleibend auch bei unterschiedlichen Sitzpositionen. Die Höhenverstellung ist an die Einstellung der Kopfstütze gekoppelt. Die Verstellung erfolgt elektrisch. Ebenso die verschiedenen Einstellungen des Sitzkissens. Und selbstverständlich auch die Neigungsverstellung der Rückenlehne. Bei einem Unfall muss der Sitz die Gurtkräfte übertragen. Daher höchste Ansprüche an Festigkeit und Dauerhaltbarkeit. Auch die Aufrollautomaten mit den Gurtstraffern sind im Sitz untergebracht. Wegen der Lehnenneigungsverstellung Blockierung der Automatikgurte im Bedarfsfall elektronisch. Aus Sicherheitsgründen zusätzliche automatische Verriegelungshilfe mit elektronischer Überwachung für die klappbare Rückenlehne. Schließlich hängt von der Verriegelung der Lehne die Schutzwirkung des Gurtes ab. Neben dem abnehmbaren Hardtop stellt das Roadster-Verdeck eine ganz wesentliche Komfortverbesserung dar. Es wird elektronisch über einen Mikroprozessor gesteuert und vollautomatisch über einen einzigen Schalter elektrohydraulisch betätigt. Alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind auf die Lebensdauer des Fahrzeugs ausgelegt. Die Funktionen wurden bei Fahrgeschwindigkeiten bis 60 km pro Stunde erprobt. Dennoch ist aus Sicherheitsgründen eine Betätigung nur bei stehendem Fahrzeug vorgesehen. Und natürlich nur bei eingeschalteter Zündung. Für den Antrieb steht der 3 Liter 6-Zylinder Reihenmotor zur Verfügung. 140 Kilowatt im 300 SL. Steigerung der Leistung auf 170 Kilowatt durch 4-Ventiltechnik und 2 oben liegende Nockenwellen im 300 SL 24. Spitzenmotorisierung schließlich mit 240 Kilowatt durch 4-Ventiltechnik im 5 Liter 8-Zylinder V-Motor des 500 SL. Dafür vollständige Neuentwicklung der Zylinderköpfe. Betätigung der Ein- und Auslassventile von jeweils einer Nockenwelle direkt über Tassenstößel mit hydraulischem Spielausgleich. Bestmögliche Verbrennung und Verringerung der Schadstoffemission durch kompakten Brennraum mit zentraler Zündkerzenlage. Hilfsmittel Spannungsoptik zur Ermittlung einer möglichst gleichmäßigen Werkstoffbelastung der Brennraumstruktur. Eine besondere technische Neuerung, elektrohydraulische Verstellung der Einlassnockenwellen zur Änderung der Steuerzeiten. Dabei wird ein Kolben, geführt in einer Schrägverzahnung am Kettenrad, verschoben und so die Zuordnung von Kettenrad und Nockenwelle geändert. Die Steuerung des Vorgangs erfolgt elektromagnetisch, abhängig von Last und Drehzahl. Zielsetzung: guter Leerlauf und hohes Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Inzwischen eine Selbstverständlichkeit: katalytische Abgasreinigung mit Lambda-Sonde. Als völlige Neuentwicklung ohne nennenswerten Leistungsverlust durch Dreiweg-Doppelkatalysator mit 2 Keramikmonolithen. Wichtigster Entwicklungsbeitrag für einen Sportwagen: das Fahrverhalten. Es erfordert präzise, aber stoßelastische Radführung. Daher Einsatz von Dämpferbein-Vorderachse und Raumlenker-Hinterachse. Abgestimmt auf das Konzept eines leistungsstarken Sportwagens. Und dennoch hohes Niveau an Fahrkomfort. Jedoch ist jede Fahrwerksabstimmung ein physikalisch bedingter Kompromiss.
Fahrkomfort erfordert weiche Federung und eher weiche Dämpfung. Fahrsicherheit verlangt das Gegenteil, kleine Radlastschwankungen, straffe Dämpfung. Diesen klassischen Zielkonflikt überwindet eine Neuentwicklung, das adaptive Dämpfungssystem ADS. Es passt die Dämpferkennung dem jeweiligen Bedarf an, permanent und vollautomatisch. Prinzip, so komfortabel wie möglich, so straff wie nötig. Verschiedene Sensoren ermitteln ständig den Fahrzustand, erfassen die Radbeschleunigung und die vertikale Aufbaubeschleunigung, den Lenkradwinkel und die Fahrgeschwindigkeit, sowie über einen Drucksensor im Hydrauliksystem den Beladungszustand. Ein elektronisches Steuergerät verarbeitet die Signale und berechnet die bestmögliche Dämpfereinstellung. Es steuert Magnetventile im Hydrauliksystem des Fahrwerks. So erfolgt in 50 Millisekunden die Anpassung der Dämpfung an den Fahrzustand. Ergebnis: bei gerader Ausfahrt und geringen Unebenheiten bestmöglicher Fahrkomfort. Bei Kurvenfahrt höchste Sicherheitsreserven. Außerdem in Verbindung mit ADS Niveauregulierung an Vorder- und Hinterachse und automatische geschwindigkeitsabhängige Niveauanpassung. Ein anderes Problem der Fahrsicherheit: verminderte Griffigkeit der Fahrbahn. Durch das serienmäßige ABS kein Blockieren der Räder. Durch das automatische Sperrdifferential ASD kein Durchdrehen eines Antriebsrades beim Anfahren auf einseitig glatter Fahrbahn. Durch die Antriebsschlupfregelung ASR Erhöhung der Traktion und Fahrstabilität unter extremen Bedingungen. Einmalig durch das Prinzip der überlagerten Regelkreise, Bremsmomentregelung und Motormomentregelung. Weitere Verbesserung durch Zusammenfassung von ABS und ASR zu einem Kompaktsystem. Erstmals auch in einem Fahrzeug mit Sechszylindermotor. Aufgrund der hohen internen Mercedes-Sicherheitsstandards höchste Ansprüche an die Bremsen. Für einen Sportwagen dieser Leistungsklasse waren daher größere Räder erforderlich, um die Bremsen unterzubringen. Statt der bisher üblichen 15 Zoll nun 16 Zoll Räder. Und immer wieder Erprobungsfahrten bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und Straßenverhältnissen. Insgesamt über 6 Millionen Kilometer. Eine harte Bewährungsprobe für die verschiedensten Aggregate. Beispiel: Neuentwicklung Staubfilter. Ein elektrostatisch aufgeladenes Filtermedium aus Polycarbonatvlies reinigt die vom Gebläse angesaugte Frischluft. Ein derartig hartes Prüfprogramm dürfte sich später im Kundenbetrieb wohl kaum wiederholen. Dennoch muss an alles gedacht werden. Und schließlich für den Fall der Fälle ein Konzept des Insassenschutzes, das inzwischen allen Mercedes-Benz PKW zugrunde liegt. Primäre Orientierung am realitätsnahen versetzten Frontalaufprall. Bewährte Gabelträger schützen vor einseitig eingeleiteten hohen Belastungen. Dadurch auch bei diesem Extremfall nahezu vollständige Erhaltung des Fahrgastraumes. Erprobung der Haltesysteme in Verbindung mit dem Integralsitz. Sorgfältige Abstimmung der Auswirkung der verschiedenen Haltesystemkomponenten auf die Belastung der Insassen. Dabei ist auch der Verzögerungsverlauf des Fahrzeugs selbst von Bedeutung. Er wird im Schlittenversuch entsprechend simuliert. Auch der Schutz anderer Verkehrsteilnehmer wird bei diesem Fahrzeug berücksichtigt. Kinematische Grundsatzuntersuchungen bereits im Vorstadium mit mathematischen Modellen. Neben Sicherheit, Leistung und Komfort von großer Bedeutung die Qualität. Beispiel Karosserie. Einerseits geprägt durch ausreichende Festigkeit und Dauerhaltbarkeit. Andererseits prägt die Fertigung die Qualität des Produkts. Modernste Anlagen in Bremen.
Roboter garantieren die Einhaltung engster Toleranzen und gleichbleibender Schweißqualität. Eine automatische Messmaschine überprüft die Einhaltung der Fertigungstoleranzen. Höchste Rohbauqualität vor allem für ein offenes Fahrzeug, damit die verschiedensten Funktionen zuverlässig gewährleistet werden. Nach Probefahrt und Endabnahme bereit zur Auslieferung. Ein langer Weg vom Design zum Produkt ist damit abgeschlossen. Dabei wurden innovative Lösungen entwickelt, aber auch Bewährtes übernommen und speziell auf dieses Fahrzeug übertragen. Beispiel Bedienungskomfort. Zahlreiche Details für angenehmes Fahren, leichte und sichere Bedienung. Zielsetzung: Entlastung des Fahrers. In Gestalt des neuen SL steht damit ein Fahrzeug zur Verfügung, das in gleichem Maße Leistung, Sicherheit und Komfort auf höchstem Niveau miteinander verbindet.